ein Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Ich möchte jetzt nichts sagen, aber hier geht gerade die Scheiße. Ja, ich weiß nicht genau was, aber wir kamen doch gerade aus der Kanalisation. Ihr habt es doch gesehen. Und das Ergebnis war, wir wurden von allen gejagt und sollen getötet werden. Ich bin mir nicht sicher warum, aber anscheinend mag man uns nicht ganz. Naja, ob das wohl an Trinity liegt, dann lassen wir mal dahingestellt. Ist schon kacke, vor allem wenn man den Weg nicht bestimmen darf. Los, Flara. Ich wollte schon sagen, lauf, Schlampe, lauf. Aber das wäre unschön gewesen. Und überhaupt nicht nett. Sind wir das? Nee. Das sind wir. Heiter, munter, weiter. Hey, Lara. Falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Okay. Das war unerwartet. Ist da hinten ein... Ja, da oben ist ein Campfeuer. Aber das ist aus. Honoratus zu Hause. Ach so. Ja gut, dann müssen wir halt einfach mal dahin laufen. Wie war euer Tag? Ich hoffe, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, was auch immer ihr gemacht habt. Ansonsten frage ich mich, warum ihr es gemacht habt. Ist ja auch egal. Jetzt seid ihr bei mir. Genießt die Zeit. Und mein Händler. Hat er mittlerweile neu angefangen. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Moment, das Neuhändler. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Gerne, was hast du denn? Sehr, sehr, sehr coole Dinger. Ach, Feuerfall, schade. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Langbogen, dessen Konstruktion vom alten Atlas inspiriert wurde. Stärke, Schaden, Zieltempo und Haltezeit. Kann ich mir das denn überhaupt leisten? Die Götter sind für uns. Das wird bestimmt nützlich für 6000. Was macht das? Mehr Schutz vor Fernkampfangriffen. Kann man die vorher sehen? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Na, scheiße. Ich hatte gehofft, wir würden vielleicht mal bei einem der Händler, ich glaube hier war mein alter Händler, ich hatte gehofft, wir würden Dieter hier finden. Das wäre schön gewesen. Willkommen. Nee. Die erweitern nicht ihr Händlerinventar. Gut. Dann wäre das also auch geklärt. Neuer Händler ist jetzt da. Da ist unser. Tja, wir müssen da wohl noch ein bisschen rum. Muratu ist bestimmt besorgt wegen Ötzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Und apropos rumsuchen. Ihr müsst nicht länger suchen. Bleibt bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich unglaublich, dass ihr hier seid. Und ich finde es wirklich, das klingt vielleicht falsch, aber ich finde es wirklich, wirklich schön, dass ihr hier seid. Das hätte ich alles ohne euch nicht schaffen können. Wir sind bei 1000 Subscribern. Und wenn euch das Ganze in irgendeiner Form inspiriert hat, auch mal YouTube zu machen, hell, why not? Ich sage euch nur eins, rechnet nicht mit zu viel und vor allem nicht zu schnell. Aber was ihr machen könnt, ist jederzeit auf meine Hilfe zählen. Und wenn ihr ein wenig erwähnt werden möchtet, dann lasst mir doch einfach eine kleine Spende da. Diese Spende kann ich super für meinen Kanal nutzen. Und natürlich freue ich mich über diese Spende. Und ich erwähne euch dann einfach mal. Das ist ein guter Start für euch. Nehmt es als so eine Art kleine Investition für euren eigenen Kanal, wie ihr das auch immer betrachten wollt. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, dass ihr mich unterstützen möchtet. Denn es kostet mich Zeit, es kostet mich Aufwand und glaubt mir, Großteil meiner Freizeit und viel Kraft geht in das Machen dieser Videos und für euch täglich da. Katzen sind cool. So, mal gucken, ob ein Video kommt. Honoratu, Sie haben Ötzli gefangen. Ich weiß. Moment.
Das muss sein. Sorry. Ihr wisst doch, wie ich den Vollmodus liebe. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Hashtag Women Power. Nein, Frauenpower. So, Bergtempel der Schlange. Lass mich raten. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorat und der Rebellion viel bedeuten. Moment mal. Hier ist das Basislager. Okay, jetzt müssen wir da außen rum. Moment. Ich bin doch nicht übergestern. Wenn ich schon die Chance habe, hier was mitzunehmen, dann mache ich das auch. So, dafür müssen wir aber erstmal nach ganz unten. Das finde ich jetzt wiederum doof. Heißt das, wir müssen schwimmen? Ach, guck mal. Genau das. Habe ich, glaube ich, gesucht. Oder? Anscheinend nicht. Das sieht doch aus wie eine Höhle, oder? Nein, sieht eher aus wie ein angebundenes Kanu. Auf welcher Höhe ist das denn? Wie können wir denn da hin? Vielleicht von hier unten rein? Naja, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, wir sind auf jeden Fall zu tief für die Mission. Das ist schade. Wir korrigieren es. Oh, wir haben gleich schon wieder keine Zeit mehr. Leute, das ist, die Zeit läuft aber auch davon heute, ne? Es ist wirklich grausam. Naja, machen wir doch das Beste draus. Wie war denn so euer Tag? Hat sich das gelohnt, was ihr gemacht habt? Sprich, hat sich euer Tag gelohnt? Oder denkt ihr so, also so in der Art. So, was muss ich denn alles noch machen? Mein Tag hat sich nämlich auch schon wieder gelohnt. Ich war arbeiten. Jetzt bin ich am Arbeiten. Und zwischendurch habe ich noch für die Dame des Hauses Essen gemacht. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Oha. Fuß des Berges ist aber meistens nicht da oben. Deswegen gehen wir hier hin und... Praktisch, dass das mal alles so zusammenbricht, ne? Ich möchte aber eigentlich erstmal hier oben gucken. Na gut. Das machen wir jetzt auch. Und wenn das Clara nicht passt, dann muss Clara uns das sagen. Hat sie aber nicht. Also es ist mir auch egal. Ach, Bergungsgut. Zeugs. Fähigkeitspunkt. Schön. Was habe ich hier? Nichts. Oh je. Daran merkt man, dass ich gerade nichts zu erzählen hatte. Was? Monolith? Oh, ach da. Oh, hübsch. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Aha. Okay, das sind anscheinend diese Hardcore-Monolithen, die wir noch gar nicht nutzen können. Oh, das ist Wasser und kein Hebel. Spur des Vogelschisses folgend. Endlich da. Lass uns mal ein bisschen durchspringen. Buh. Bap. Da waren überall Schlangenwachen, habt ihr gesehen? Ich muss vorsichtig
Haben wir hier irgendwas? Nein. Obwohl. Ich wusste gar nicht, dass wir davon zu wenig haben. Anscheinend können wir irgendwas in Brand setzen, oder? Oh, Video. Ist das jetzt euer Ernst? Kriege ich ein Basislager, dann ziehe ich mich ganz kurz für den Kampf um. Das war übrigens jetzt eine ernst gemeinte Frage. Kriege ich bitte kurz ein Basislager? Ich würde mich gerne für den Kampf umziehen. Guck mal, hier ist doch der perfekte Ort für ein Basislager. Hier sieht das doch gar keiner, weil da qualmt es doch eh schon. Gut. Ich bin drin. Honora hat uns eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. So, das habe ich gewollt. Das fällt überhaupt nicht auf. 4 Fähigkeitspunkte. Ja, ist es denn zu glauben? Was wollte ich denn überhaupt haben? Ich wollte irgendwas für 3 Punkte haben. Augenblick. Nö, das war das nicht. Das war irgendwas Cooles. Auge des Adlers? Nee. Nee, das auch nicht. Hä, was war das denn? Ist das hier? Nö. Das hier? Nö. Das hier? Es ist schon cool, aber das habe ich nicht gewollt. Das war irgendwas, da brauchte ich 3 Stück für. Da habe ich mir so gedacht, boah, wenn ich das habe, wäre schon cool. Ach ja, das hier. Das wäre cool, wenn man ein bisschen ausblenden könnte, was man schon hat. Das wäre viel schöner und übersichtlicher. Naja, Pech gehabt. Okay, können wir irgendwas upgraden? Inventar. Moment, das war der Recurve-Bogen. So, stopp. Was ist jetzt an dem anders hier? Oh, das sieht schön aus. Lass uns mal das Geding eben upgraden. Also das Ding hat echt Schaden. Ich will nicht sagen, aber ich hab's gerade gesagt. Das Ding hat echt Schaden. Was fehlt uns? Oh, weiß nicht, was das ist. Aber es fehlt uns. Ah. Lamas. Nicht Lamas. Wie heißt es? Jaguar. Oh, damit ist er leider für uns noch nicht nützlich. Das heißt, der ist im Moment deutlich nützlicher. Und der hier wäre sogar noch nützlicher im Moment. Ja, schade ist. Er hat den meisten Schaden bis jetzt. Flussfalke. Nee. Achso, ich wollte mich ja für den Kampf umziehen. Sorry, ich war gerade total abgelenkt. Was wollten wir machen? Rennen ist leiser, schwieriger zu entdecken, ja. Nee, dann machen wir hier schwieriger zu entdecken, ist schon in Ordnung. Was war das? Gewährt Bonus-EP. So, genau. So machen wir das, das finde ich ganz gut. Und jetzt geht der Shit weiter. Oder? Ich würde sagen, ein bisschen Progress machen wir noch. Aber dann machen wir auch Schluss, weil sonst wird die Folge zu lang. Ihr müsst bedenken, ich muss das ja auch alles einfach mal schneiden, nicht? Und ich muss auch irgendwann heute nochmal was essen. Und es ist in meiner Uhr, während dieser Aufnahme, jetzt gerade schon 10 Uhr abends. Also, ich befürchte, mein Essen habe ich jetzt sozusagen gesacrificed. Mein Essen wurde zulasten von YouTube geopfert. Können wir bitte mal... Ach, nö. Ach, ich wollte eigentlich die Klamotten klauen. Das wäre doch viel schöner gewesen. Schade. Wir hätten es tarnen können. Das wäre voll cool gewesen. Aber nein. Clara denkt nicht mit. Vorsicht. Yankoxik tu yole kukulkal nebejo. Minha,
Ming-Ma. So, den Penner haben wir erledigt. Jetzt heißt es, den zweiten Arsch hier noch erledigen. Zack. Lautlos kill. Mit was wehren die sich eigentlich, wenn wir sie nicht lautlos töten? Die Fall und Bögen und die Speere? Das sind ja die Nahkämpfer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir haben unsere coole Schalldämpferpistole. Und wir haben unsere lautlosen Tötungsfalle. Ich würde sagen, das muss reichen. So, was machen wir jetzt? Können wir nichts mitgehen lassen? Ausleihen. Können wir uns nichts ausleihen? Ich fände immer noch Angriff, Hieb zurück, nochmal schneller Angriff, Hieb zurück. Ich fände es immer noch klug, wenn endlich. Oh, perfekt nochmal. Wir haben uns einfach die Ausrüstung nehmen können. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ganz ehrlich. Du könntest dich einfach tarnen und so durchgehen. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Wo? Ach, da oben. So, wir machen es erstmal, dass wir schwerer entdeckbar sind. Das war jetzt blöd. Gut, wie kriegen wir das denn hin, dass uns mal hier jemand begegnet? Heftige Scheiße. Aber nicht zum Ablenken mehr. Ernsthaft? Ich meine, guck mal, wenn wir den töten, der wird eindeutig gesehen. Und das ist genau das Problem. Das Rot bedeutet ja, dass irgendwer uns sieht. So. Das heißt, wir müssen jetzt mal aus diesem Hobby-Blickwinkel hier von irgendwelchen Assis raus. Muss doch einen Grund haben, warum ich hier rein konnte. Können wir die Dinger in Brand stecken? Aha, pass mal auf. So kriegen wir eventuell den ersten weg. So, das wäre der erste Lautlose gewesen. Jetzt ist der da. Die beiden werden erledigt. So, wir sind hier mitten in einer Kaserne der Feinde. Da erwarte ich eigentlich, dass wir einen Höllenärger kriegen gerade. Mit Höllenärger nicht, dass die Scheiße hier richtig am Dampfen ist. Aber nö. Lustigerweise ist es das nicht. Von wem wird er denn gesehen? Von denen da hinten? Denn wenn dem so ist, dann... Ach, Scheiße! So, das wäre erledigt. Weiß nicht, gibt's hier noch wen? Moment. So lasse ich mich hier schon mal... So, das wäre geklärt. Oh, wir hätten sie doch ablenken können. Könnte auf der Mauer dort sein. Gut, ich gebe zu, das war nicht ganz professionell, aber ich wollte hier einfach mal schnell durchkommen. Liebe Freunde, wir öffnen nächste Folge das Tor gemeinsam. Wisst ihr, warum wir das heute nicht machen? Weil ich jetzt gerade keine Zeit mehr habe. Das tut mir zum ersten Mal tatsächlich ein wenig leid. Ich möchte jetzt gerade eigentlich weiterspielen. Aber es gibt nun mal so scheiß Dinge wie selbstgemachte Termine. Hätte mir jemand anders den Termin gemacht, wäre es mir egal gewesen. Ich habe es selber gemacht. Also lebe ich jetzt mit den Konsequenzen. Oh, wir hätten auch hier oben hergehen können. Gut, was wieder lernt man. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein paar der des Clans da ausgerottet. Ist auch schön. Ja. Wie fandet ihr die Folge? Ich fand sie ganz gut. Sie war zumindest lehrreich. Wir sind es ein bisschen mehr. Und in der nächsten Folge retten wir dann unseren Jungen hier. Obwohl das ja nicht unser war. Gehört schon so ein bisschen zu uns. Naja. Ich mache jetzt mal aus, ich nehme meinen Termin wahr und ja, ich würde sagen, ihr kommt beim nächsten Mal wieder. Alles klar, wir sehen uns dann. Habt einen schönen Tag. Valadoheris, euer Wolf.